Ich neige immer dazu, wenn Leute sagen, der Film ist so völlig anders als die anderen, neige ich immer dazu, im Gegenzug die Kontinuität zu betonen, wo man beim Film einfach immer versucht, ein System, und zwar ein System, eine soziale Konstellation, ein soziales Gefüge von Leuten so darzustellen, dass jede Ecke dieses Gebäudes irgendwie begehbar ist und bewohnbar ist und stimmt. Dass alle Figuren ihre eigene Wahrheit in sich tragen und nicht nur zu so Funktionsträgern von so einer Dramaturgie reduziert werden. Und nicht zu so einer, zu Funktionsträgern von so einer Emotionserzeugungsmaschine, dass jemand irgendwie so ein, irgendwas will, aber irgendwann im Film erkennt er, nein, das war ja ganz falsch, ich habe jetzt ein neues Wertesystem. Und das, was die Drehbuchlehre einem immer so erzählt, ich sehe das mit einer gewissen Skepsis. Ich glaube, die Wahrheit ist komplizierter. Und wir versuchen immer einfach diese Komplexität irgendwie einzufangen und in den Film zu packen. Und darin unterscheidet sich jetzt Kreuzweg einfach in nichts von Dreizimmer Küche Bad, so komisch das klingen mag. In unserem Herzen tobt eine Schlacht zwischen Gut und Böse. Betrachtest du am Morgen ein Spiegelbild mit Wohlgefallen und denkst, ich sehe gut aus? Die anderen Kinder in meiner Klasse werden mich heute bewundern. Was für eine schöne, verlockende Vorstellung. Oder senkst du die Augen und schickst ein kurzes Gebet an die Heilige Maria? Oder wenn im Radio ein Lied mit aufreizendem Rhythmus läuft. Wie verführerisch sind diese Klänge? Sie sagen dir, komm, tanz mit mir, gib dich der Sünde hin. Du lebst jetzt, hab Spaß. Gibst du nach? Oder erinnerst du dich daran, dass schlechte Musik uns stets nur zum Schlechten verführen wird? Ob es nun aufreizende Kleidung ist, obszöne Bilder auf Plakatwänden, satanische Musik oder schädliche Filme, jeden Tag geraten wir 100 Mal in Versuchung. Und jedes Mal ist es eine kleine Schlacht zwischen Gott und seinem Widersacher, dem Satan. Und wir sind die Soldaten in dieser Schlacht. Und was meint ihr? Was ist das Wichtigste für einen Soldaten im Schlachtgetümmel? Dass er weiß, wer der Gegner ist. Ganz genau, ein Soldat, der seine Orientierung verliert, der Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten kann, der ist verloren. Es geht in Kreuzweg um eine Familie und um die älteste Tochter in dieser Familie, die einer sehr strengen Ausprägung des katholischen Glaubens anhängen. Und es geht um die Nachfolge Christi. Die Tochter tritt die Nachfolge Christi an und verwandelt sich sozusagen selbst in ein Abbild Jesu, denn das ist das, was ihre Religion immer von ihr verlangt. Was machst du? Ich habe ein Dankgebet für die schöne Landschaft zu Jesus geschickt. Ah. Aber du musst ja nicht peinlich sein, wenn du bittest. Diese Landschaft ist wirklich sehr schön. Meinst du, man kann sie aufopfern? Aufopfern? Wie meinst du? Opfer, weißt du, wenn man ein Opfer für Jesus bringt, indem man keine Schokolade isst oder mit einer dünnen Decke schläft. Ah, ein Verzicht. Genau. Ich würde gerne diesen schönen Anblick aufopfern. Wie willst du das machen? Willst du wegschauen? Also man trifft dann auch viele Filmemacher aus anderen Ländern und ist es dann oft so, dass die Regisseure jahrelang nachts Hamburger verkaufen und die Produzenten haben 30 Kreditkarten und überziehen die alle, um den Film irgendwie zu machen. Hier ist es so, man sitzt halt beim SWR und sagt, wir machen einen super radikalen Film über katholischen Fundamentalismus in 14 festen Einstellungen und macht den mit und der SWR sagt so, ja. Und das finden wir ziemlich gut. Es gibt aber auch viele Menschen, die mit uns vor und hinter der Kamera diesen Film gemacht haben. Die würde ich jetzt wirklich gerne einfach alle auf diese Bühne bitten. Und zwar so, dass zunächst die Leute vom Team, die hier sind, ich weiß jetzt nicht genau, wer alles hier ist, die können sich einfach mal alle so in einer Bühnenrampe hier versammeln. Dann kann ich sie immer so gebührend begrüßen und sie sehen dann auch, wer das ist, den sie da gerade beklatschen. Also traut euch, kommt zu mir. Aus Hamburg angereist, ohne elterliche Begleitung, ganz alleine im Zug gefahren. Lea van Acken.
Ja, Van Acken ist uns einfach zugelaufen. Ich könnte noch nicht mal sagen, dass ich sie entdeckt habe. Die hat sich selber entdeckt. Die geht zur Schule in der Nähe von Hamburg und bisherige Erfahrung mit den darstellenden Künsten beschränkt sich auf, glaube ich, Komparserie bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Und sie wollte aber Schauspielern, ist zu so einer Agentur hingegangen, die haben sie in ihre Kartei genommen. Wir mussten eine Rolle besetzen, sind zu so einer Agentur hingegangen, also man geht zu allen Agenturen und fragt, wen habt ihr denn so im Alter um die 14? Und einer davon war Lea Van Acken. Wir haben sie zum Casting eingeladen, sie kam am ersten Tag des Castings, es kamen 7 Leute und Lea war eine davon. Und am Abend dieses Tages sitzt man dann da und schaut sich das Material an und denkt sich, das kann doch jetzt nicht sein. Ich muss doch jetzt hier, also das muss doch jetzt eine monatelange harte Suche sein, wo man in jede Schultheatergruppe Deutschlands geht. Aber es war so einfach. Also anstrengend war es eigentlich gar nicht so wirklich. Also es ging ganz gut und wir müssen es gar nicht so oft wiederholen. Wir haben es meistens durchgespielt, außer es war natürlich irgendwo ein Versprecher. Aber dann haben wir es am Ende nochmal wiederholt, weil irgendwas nicht so gut gepasst hat. Aber das ging, weil ich kenne es ja auch gar nicht anders und von daher war es jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich. Hatte ich sehr doll. Das ist Ihr allererster Film. Also deswegen kennen Sie es nicht anders. Sie stand quasi noch nie vor einer Kamera. Und dementsprechend ist es umso unglaublicher, was Sie da geleistet haben. Ja. Warst du schon beichten? Nein. Das müssen wir auch noch unterbringen. Donnerstagnachmittag, da fahre ich nochmal in die Stadt. Da könnten wir ja das Kleid kaufen. Und danach gehst du zu Pater Weber zur Beichte, ja? Mhm. Donnerstag. Ja, hast du da was? Nee. Na dann. Oder ich wollte da vielleicht mal in einem Chor mitsingen. In was für einem Chor? So ein Kirchenchor. Der ist in der Don Bosco-Gemeinde. Du möchtest in einer moderne Gemeinde im Kirchenchor mitsingen. Die haben halt einen. Bei uns gibt's ja keinen. Ja, natürlich hat die Konzilskirche einen Chor. Aber was singen die da? 4 Bach-Choräle. Und so ein bisschen Soul und Gospel. Soul und Gospel? Und da möchtest du mitsingen und erwartest, dass ich dir das erlaube? Oder was zieht dich in deinen sogenannten Kirchenchor? Da singt eine Freundin von mir mit und die hat mich halt gefragt, ob ich... Was für eine Freundin? Die heißt Rebecca. Von der hast du noch nie was erzählt. Wir sind noch nicht so eng befreundet. Sie geht in meine Parallelklasse. Aha. Ich will aber auch vor allem wegen der Bach-Choräle nehmen. Ich werde dir jetzt mal was sagen. Gospel und Jazz. Soul. Soul oder Rock oder Jazz oder Pop? Ist doch alles dasselbe. Du weißt ganz genau, was für Tänze zu dieser Musik veranstaltet werden. Und du weißt auch, dass diese Musik schlechte Einflüsse haben kann, die man nicht so einfach wieder wegbekommt. Ich weiß, das finde ich ja auch nicht gut, aber die tanzen auch gar nicht. Die singen doch nur. Ja gut, dann mach halt mit. Aber erwarte nicht, dass ich dich dahin fahre und wieder abhole. Wenn die Autoszene vor Greenscreen gedreht wäre, dann würde das nicht so wackeln. Das ist einer der so wenigen Punkte, wo der Film technisch leider ein bisschen nachlässt. Also ich fände es schön, wenn diese Autofahrt nicht so wackeln würde. Aber wenn man hoffentlich den Figuren an den Lippen hängt, dann merkt man das nicht so. Für sowas muss man ein Auto auf einen sogenannten Trailer stellen. Das ist ein Anhänger, wo das Auto quasi über der Straße schwebt, sodass man vorne halt eine Kamera hinbauen kann und 1000 Lampen und so. Das wird dann von so einer Zugmaschine gezogen. Und das Problem bei so einem Trailer ist halt, dass der nicht wie ein Auto vorne und hinten eine Achse hat, sondern nur in der Mitte ein und dementsprechend kann er sich anders aufschaukeln. Bei einem normalen Film ist es egal, bei so einer langen Einstellung sieht man es dann doch, aber das muss man dann halt immer in Kauf nehmen. Und ansonsten fährt man dann halt lustig durch die Gegend und auf der Zugmaschine sitzt jemand, der Franziska mal andeutet, in welche Richtung sie lenken soll, weil sie sieht die Straße nicht, weil da Lampen stehen und so. Das ist so die Kunst und Technologie des Filmemachens. Ja, also hallo. Das war auch meine erste Sprechrolle und das war ja die Sporthallenszene und wir mussten die ganze Zeit im Kreis. Und das wurde 12 Mal, glaube ich, gedreht, bis es perfekt war und die ganze Zeit im Kreis, aber das hat total Spaß gemacht. Ja.
Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Klar, für mich war es relativ anstrengend, die ganze Zeit den Berg hoch und runter zu rennen. Aber ich glaube, insgesamt habe ich es dann doch geschafft. Irgendwann, klar, beim letzten Mal haben wir dann, glaube ich, die Beine wehgetan. Aber irgendwie habe ich es auch geschafft. Ja, ich war nur im Hintergrund in einer 10 in der dritten in der Bibliothek. Insofern war das jetzt nicht so anstrengend für mich. Und... Ja, ging eigentlich ganz gut. War auch mein erster Film. Ich dachte mir da am Anfang, als ich das Drehbuch gelesen habe und von Dietrich erfahren habe, dass das in ganzen Einstellungen gedreht wird, da dachte ich mir erstmal, oh Mist, ob da jetzt vielleicht irgendwas schief geht oder so. Aber als ich den Text dann konnte und als wir dann auch die ganzen Probentage gemacht haben, dann ging das eigentlich ganz gut. Nur hatte ich da gegen Ende der Szene dann schon so ein mulmiges Gefühl, weil wenn ich dann irgendwie einen Satz schlecht sage oder einen Textsänger sage, dass dann alles nochmal gedreht wird. Aber sonst ging es eigentlich ganz gut. Wir können auch mal was Normales machen. Eis essen oder ins Kino gehen, oder? Ich werde nicht mit in deinen Chor kommen. Ich gehe nicht mit dir Eis essen. Und jetzt lass mich bitte allein. Geh weg! Du siehst echt krank aus. Mir geht's auch nicht gut. Hast du Fieber? Nein. Bitte fass mich nicht an. Ich mach mir nur Sorgen. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Mach dir lieber Sorgen um dich und um deinen Seelenheil. Du lebst in einer Welt aus Fernsehen und Facebook und Leuten, die ihre Seele verkauft haben und bei lebendigem Leib tot sind. Wie kannst du in so einer Welt leben und glauben, das bisschen Gottesdienst am Sonntag würde irgendeinen Unterschied machen? Wenn du mich wirklich magst, dann geh weg. Lass mich in Ruhe. Und kümmere dich um deine eigene Seele. Formal ist Kreuzweg ja eigentlich eine Rückkehr zu etwas, was ich genau so schon mal gemacht habe. Und zwar zu meinem Hochschulabschlussfilm 9-10 von 2006, der auch eben, wie der Titel schon sagt, der bestand sogar nur aus 9 Einstellungen. Und es gab keine Kamerabewegung, bis auf eine große Fahrt. Es gab keinen Schnitt und auch nur sehr wenig Musik. Und dieses erzählerische Prinzip finde ich zunächst mal künstlerisch hochinteressant. Man kann damit alles Mögliche anstellen. 9-10 war eine Komödie. Ich habe zwischendurch auch einen Kurzfilm gedreht, der auch nur aus einer Einstellung besteht. Da geht es um die Integrationsdebatte mit Sarrazin und so. Das war eher so eine Art Satire. Kreuzweg ist wieder was anderes. Das formale Prinzip passte natürlich sehr gut zu dieser Erzählung, weil die 14 Stationen des Kreuzwegs sind nun mal Bilder. Und in einer Kreuzwegandacht meditiert man sich sozusagen in diese 14 Bilder hinein und betrachtet sie. Und ich finde es auch schön, in Museen zu gehen und so lange in so ein Bild hineinzuschauen, bis es sich sozusagen mit Leben füllt. Oder es ist ja eh schon voller Leben. Und da steckt so eine gewisse erzählerische Weisheit drin. Und es war einfach völlig klar, also ich hätte diesen Film anders nicht gemacht. Es war von vornherein klar, dass der so sein muss. Wenn man einen normalen Film macht, das macht man sich als Zuschauer nicht so klar. Aber man sitzt einem einfach immer krass die Zeit in den Nacken. Wenn ich eine Szene so auflöse, dass ich aus jeder Richtung was habe und dann noch eine Totale und dann noch ein Close-Up. Und dann muss ich an dem Tag noch 2 andere Szenen drehen und die eigentliche Arbeit, die man hat, nämlich mit den Schauspielern irgendwas Sinnvolles herzustellen, die ist immer unter Zeitdruck, weil ich immer so denke, wir müssen ja heute noch und so weiter. Und das fällt da einfach alles weg. Also ich probe in aller Seelenruhe mit den Leuten und am nächsten Tag bauen wir die Kamera auf und dann kann der Kameramann mit den Beleuchtern in aller Seelenruhe das so einleuchten, dass es schön ist. Und dann dreht man das in aller Seelenruhe so oft, wie es halt notwendig ist und arbeitet sich da an so ein schönes Ergebnis ran. Und dann gehen alle nach Hause und haben irgendwie einen entspannten 8-Stunden-Tag hinter sich, was beim Film eigentlich sonst nicht vorkommt. Und auch künstlerisch, klar, man beschränkt sich einfach, man schreibt die Szenen automatisch so, dass man alles Überflüssige weglässt und dass halt nur das in den Film reinkommt, was wirklich wichtig ist. Also ich würde am liebsten nur noch so Filme machen. Werde ich aber nicht. Also immer mal wieder, alle paar Jahre. Meine letzte Beichte war vor 5 Wochen und 3 Tagen. Dies sind meine Sünden. Ich bin katholisch ausgetreten. Das Thema der Religion begegnet einem auf so viele Arten. Also der Islam ist in allen Medien und in Amerika sind lauter evangelikale Wahnsinnige. Und dann gibt es auf einmal einen deutschen Papst, der den Pius-Brüdern die Hand zur Versöhnung reicht. Und dann ist da auf einmal so eine Szene von radikalen Atheisten, die sehr kämpferisch auftreten, sehr aggressiv, die natürlich auch sehr gute Argumente haben, aber andererseits auch sehr dogmatisch argumentieren und sehr unbarmherzig sind in der im Vertreten ihres Standpunkts. Und all diese Dinge bewegen sich so in meinem Kopf halt. Also und dann
hatte ich auch selber, natürlich bin ich irgendwie katholisch aufgewachsen, wir hatten als Familie mal so einen kurzen Abstecher zur Priesterbruderschaft St. Pius gemacht. Und all das kam zusammen in diesem Film. Die Sterbeszene fand ich gar nicht so schlimm. Also ich dachte auch erst irgendwie, dass das natürlich schon hart ist, aber weil alles am Set eben so lustig war und war es nicht mehr so schlimm. Nein, also ich wusste ja eben, dass es nur gespielt ist sozusagen. Und zwar die Szenen, wo ich weinen musste, waren an sich schwieriger für mich, weil ich mich dann natürlich auch so ein bisschen reinsteigern musste und das ja auch irgendwie passen musste. Und da habe ich mir einen größeren Druck gemacht als dann wirklich bei der Sterbeszene. Die Sterbeszene besteht ja eigentlich auch nur aus Choreografie. Also die haben wir auch nicht geprobt, sondern am Drehtag quasi entwickelt. Die Ärztin, die da auftaucht, ist eine echte Ärztin. Und von der genau erklären lassen, wie ihre Animation halt so abläuft. Und der Dialog ist auch wirklich da. Eigentlich, also dieser Teil des Dialogs, wo es darum geht, ist da an dem Tag quasi festgeklopft worden. Und so Sachen, die so technisch sind, wo einfach die Handgriffe sitzen müssen und die Gänge und dass niemand den anderen verdeckt und niemand über den anderen stolpert und die Herzdruckmassage halbwegs überzeugend aussieht, ohne dass es jetzt leere Rippen gebrochen werden und so weiter. Das ist so ein technischer Vorgang, dass da eigentlich wirklich dann am Ende der Spaß im Vordergrund steht und dann am Ende noch so der Adrenalinkick sagt, Linus jetzt seinen Satz. Ja. Wenn Anna und ich zusammen ein Drehbuch entwickeln, dann ist das zunächst so, dass wir uns zusammen die Figuren ausdenken und die Handlung und wo geht's lang und so die Konstruktion. Und es ist ja immer so ein System, wie so ein Mechanismus mit verschiedenen Gelenkstellen, der sich in so drei bis vier Dimensionen durch die Zeit bewegt. Und das ist eine recht komplexe Bauarbeit, bis man den Film sozusagen hat. Man hat ja meistens so eine Idee, wie er sein soll, wie er sich anfühlen soll und wie was am Ende stehen soll, aber diesen Mechanismus bauen wir quasi zusammen. Das eigentliche Dialoge schreiben ist wieder eine ganz andere Arbeit. Die mache ich alleine, aber das geht ja auch durch mehrere Fassungen und geht dann zurück zu ihr. Also das ist keine gleichgewichtige Arbeit. Ich mache schon mehr, dadurch, dass ich einfach auch die Schreiberei, sozusagen die handwerkliche Dialogschreiberei mache ich. Aber es ist weil ein Film so ein multidimensional komplexes Ding ist, ist es sehr, sehr gut, ihn sozusagen mit zwei Köpfen zu entwickeln. Wie so ein Computerprozessor. Seit einigen Jahren haben die Prozessoren in Computern ja auch so zwei Kerne oder vier Kerne. Wir sind so wie so ein Dual-Core-Prozessor. Und wir lassen den rechten Arm nach vorne greifen. Und wir lassen den linken Arm nach vorne greifen. Alles okay? Willst du dich an den Rand setzen? Mir geht's gut. Du bist ziemlich blass. Ich bin immer so blass. In letzter Zeit ist das auffällig. Isst du genug? Ja, ich esse genug. Aber ich will mich nicht zu dieser Musik bewegen. Das sind alles satanische Rhythmen. Aber das hat dich doch sonst nie gestört. Aber jetzt stört es mich. Die Heilige Maria hat keine Zeit für Sport. Die muss beten. Aber sie könnte ja auch knien im Kreis und... Ruhe im Saal! Ihr macht jetzt alle mal eine Runde Hopserlauf. Maria, das musst du mir jetzt bitte mal genauer erklären. Die Musik hat mich schon immer gestört. Ich habe mich halt nur nie getraut, was dagegen zu sagen. Aber jetzt sage ich was. Glaubst du wirklich, ich würde hier einfach so teuflische Musik spielen? Ich glaube selber an Gott. Ich gehe selbst manchmal in die Kirche. Was für eine Kirche? In eine protestantische Gemeinde. Das ist für dich vielleicht keine richtige Kirche, aber ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das hier keine teuflische Musik ist. Ja, aber das ist doch das Gefährliche. Das schleicht sich ganz harmlos ein und man merkt es gar nicht. Ihr macht mal weiter Hopserlauf. Ich würde mich gerne mal mit deinen Eltern unterhalten. Das können sie gerne machen, weil die werden ihnen auch nichts anderes sagen. Die Musik ist schlecht, das können sie mir schon glauben. Ich versuche mich in meinen Filmen möglichst nicht zu wiederholen und ich versuche auch nicht denselben Film zweimal zu machen. Damit habe ich mich jetzt schon wiederholt, denn ich habe quasi zweimal dasselbe gesagt.